Kleine Buchhandlungen dürfen keine Abholstationen haben. Macht nichts, dann profitiert eben wer anderer. Und Amazon räumt alles ab. Moment mal. Wenn der Handel zusperrt, dann macht der größte Online-Händler der Welt die Geldbörse ganz weit auf. Die Verkaufsrekorde halten kürzer als die Krisenverordnungen der Bundesregierung. Kaum aufgestellt, zack, schon wieder was Neues. Seit Beginn der Krise hat Amazon weltweit 175.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt, um die Masse an Bestellungen irgendwie zu schaffen. Die Märkte sagen Danke. 60% plus für die Aktie des Online-Giganten. Das freut auch den Chef, Jeff Bezos, den reichsten Mann der Welt. Er verdient in der Sekunde mehr als viele im Monat. Über 2.000 Euro pro Sekunde. Um über 80 Milliarden Euro ist sein Vermögen allein 2020 gewachsen, weil im Lockdown eben alle wie verrückt auf Amazon bestellt haben. Wenn Bezos 1 Million Euro ausgibt, dann ist das für seine Haushaltskasse exakt so, wie wenn du, ein durchschnittlicher Österreicher, 1 Euro ausgibst. Das heißt natürlich nicht, dass Bezos das Geld gern ausgibt. Ausnahme: Marketing. Die Arbeit, die ihr gerade leistet, ist wichtiger denn je. Vielen Dank. Ganz dickes Danke. Ganz so dick dürfte das Danke nicht sein. Vor allem der Schutz der Angestellten in den Lager- und Verpackungshallen ist eher dünn. In Deutschland häufen sich Beschwerden. Weltkonzern, weltweiter Protest. In Italien wurde gestreikt, damit Amazon die staatlichen Schutzvorschriften wie genügend Abstand am Arbeitsplatz umsetzt. In Frankreich musste die Gewerkschaft Amazon sogar klagen, damit Schutzmaßnahmen überhaupt eingeführt wurden. Auch an einigen US-Standorten verweigerten die Angestellten die Arbeit wegen mangelnder Sicherheit. Amazon reagierte prompt und kündigte die Streikführer. Wer bei Amazon hackelt, hatte schon vor der Krise miese Bedingungen. Bis zu 20 Kilometer laufen sie in einer Schicht. Ein Knochenjob. Alles ist auf Leistung getrimmt, damit die Lieferung schnell beim Kunden ankommt. Für die Beschäftigten bedeutet das extremen Stress. Im Weihnachtsgeschäft ist ein unwahrscheinlicher Druck. Wir haben Vorgaben, Stückzahlen. Und die müssen wir erreichen. Pinkelpausen werden mitgestoppt. Nur wer nie in Krankenstand geht, bekommt einen Bonus. Die meisten Angestellten in Österreich sind, auch in normalen Zeiten, LeiharbeiterInnen. Die sollten eigentlich Auftragsspitzen abdecken, sind bei Amazon aber Standard. In Amazon-Verteilzentren in den USA gibt es doppelt so viele schwere Verletzungen und Arbeitsunfälle wie in anderen vergleichbaren Lagern. Gut, das ist jetzt natürlich keine gute PR. Damit die öffentliche Stimmung nicht kippt, zahlt Amazon MitarbeiterInnen einen Bonus, wenn sie sich öffentlich gut über die Arbeitsbedingungen äußern. Und wer die Pakete ausliefert, trägt am Tag nicht nur x Kilo Pakete, sondern auch das volle unternehmerische Risiko. Willkommen in der Scheinselbstständigkeit. Bis zu 250 Pakete müssen am Tag ausgeliefert werden. Bei einem 8-Stunden-Tag, den die eh nicht haben, ist das ein Paket alle 2 Minuten. Mit Parkplatz und Adresssuchen kann man dann keine Zeit verschwenden. Das Geschäftsmodell von Amazon beutet aber nicht nur Menschen aus, auch das Klima. Irgendwie müssen die Packerl ja weltweit verteilt werden. Bezos hat angekündigt, bis 2040 CO2-neutral arbeiten zu wollen. Und jetzt baut der Konzern munter seinen Luftverkehr aus. Amazon Air listete Anfang 2017 noch 16, jetzt bereits über 50 Boeing-Flugzeuge, jetzt soll es auf 80 aufgestockt werden. Letztes Jahr transportierte Amazon 29% mehr Produkte auf dem Luftweg als 2018. 10 Milliarden Euro will Chef Bezos selbst fürs Klima spenden. Das hört sich viel an, ist aber nur ein Bruchteil des Geldes, das er besitzt. Solche Wohltäter müssen natürlich keine Steuern zahlen. Amazon verschiebt seine Gewinne an Steuersümpfe und stiehlt uns allen damit Steuereinnahmen in Milliardenhöhe. Ganz legal natürlich. Nicht zufällig ist die europäische Konzernzentrale in Luxemburg. Und was können wir da tun? Ganz ehrlich, in Wahrheit können wir als einzelne Konsumentin derzeit kaum die Bedingungen der ArbeiterInnen oder die Umweltstandards verbessern. Es braucht politische Spielregeln. Dafür können wir Druck aufbauen. Das heißt, Multis wie Amazon sollen ihre Steuern zahlen, wie alle anderen auch. Je größer ein Laden ist, desto mehr Steuern kann er eigentlich auch beitragen. Dafür braucht es einen einheitlichen, effektiven Mindeststeuersatz für Konzerne, und zwar OECD-weit. Und arbeitsrechtliche Standards müssen für alle gelten. Menschenwürdige Löhne müssen alle bekommen. Und sichere, dauerhafte Arbeitsverhältnisse müssen der Normalfall werden. Was müssen wir tun, damit Amazon nach den Spielregeln spielt? Was ist deine Meinung? Postet mir in die Kommentare, schreibt mir drunter. Ich freue mich auf die Diskussion und nächste Woche das nächste Video.